Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dammbude. Willkommen zu einer etwas für mich improvisierten Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Ich bin im Moment komplett am Verzweifeln, da mein Level gefühlt, wie man hier sieht, mein Level ist dezent drunter und deswegen kriege ich dezent einen auf die Schnauze im Moment. Der Typ ist jetzt nicht auf fucking... was auch immer das auf Deutsch ist gegangen. Todesgesang oder so ein Bums. Alles andere wird keinen Sinn machen. Easy, Alter. Das lohnt sich ja nicht mal. Nee, improvisiert ist die... Ach, genau. Improvisiert ist diese Folge aus dem einfachen Grund... stelle ich hier, auch wenn gegen 20 Level drüber wahrscheinlich nicht über Psyana flüchten kann. Ich bin im Moment mal ein bisschen anders am Aufnehmen als sonst. Ich stehe bei meinen Aufnahmen. Tatsächlich, wenn ich vom Fernseher aufnehme, stehe ich sogar relativ häufig wirklich. Ich bin so ein Mensch. Nicht in meinem Zimmer, in dem ich immer aufnehme. Komm, jetzt reicht's. Sondern in meinem Wohnzimmer, aus dem einfachen Grund, dass bei uns im Moment gestrichen wird. Deswegen sorry, wenn ich irgendwie während der Aufnahme mal weg muss. Also ich würde dann natürlich einen Cut setzen, ich bin ja nicht blöd. Mir wäre es übrigens ganz sympathisch, wenn ich immer wegkomme. Die letzte Folge hat genug Salz bei mir erzeugt für 8 Projekte. Ihr müsst euch vorstellen, wer das Thumbnail... Ich weiß, dass ich nicht kann. Habe ich gerade keinen Damage gemacht? Alter, ich bin im Arsch. Mal for real, wie will ich denn das schaffen? Ich muss Top-Beleber raushauen. Ich weiß, dass der Endboss zumindest nicht über 50 ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber ich würde gern wissen, wo ich lang muss. Da ist irgendwas. 60! TM 01, 2, 3, 5, 6. Bitte was? Kriege ich gerade die gesamte TM-Sammlung, die mir noch fehlt? Gut. Also, ich könnte... Blizzard wäre halt geil, habe irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Aber... Doch, du könntest es, aber... Donner ist, glaube ich, tatsächlich nicht so lohnenswert wie Donnerblitz. Schaufler könnten. Mann, weil scheiß VMs nicht vergessen werden. Obwohl, das war jetzt kacke. Denn hier wird sowieso eine Attacke sein, die nutzt. Und warum bin ich jetzt zurückgegangen? Alter, heute ist alles alternativ. Hä? Ja, Hitzewelle noch. Hier ist nichts Neues.
Ja, jetzt muss ich... Ich meine, jetzt habe ich sämtliche TMs, glaube ich. Und ich kann vor dem Ding hier nicht fliehen. Das macht mich jedes Mal wieder kaputt. Kann nicht ausgewechselt werden. Es kann nur sterben. Heilstein! Aber wie gesagt, ich weiß inzwischen, dass der Endboss, oder ich weiß zumindest, dass ein Kampf beim Finale, weiß nicht, ob es wirklich der Endboss ist, auf 50 ist. Und ich weiß auch, dass ich hier noch eine halbe Stunde rumirren werde. Ich kann hier sehr wohl fliehen. Vor allem bringen die Dinger ja nicht mal irgendwie sinnvoll Erfahrung, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich bleib hier und grind eine Runde. Auch wenn das schon schwer gewesen wäre, da hätte ich mich zum Heilstein gestellt. Da hätte ich mich einfach zum Heilstein gestellt. So, es hat ewig gedauert, aber ich habe meinen eigenen Schatten übersprungen und gelevelt. Jedenfalls würde ich das jetzt gerne behaupten, vielleicht habe ich mir auch nur ein paar Rare Candies gecheatet. Sorry, aber ich will das Spiel hier mit Spaß durchspielen. Also sorry. Außerdem, ein, zwei Sachen machen es trotzdem schwerer, weil als ich die Rare Candies so reingeballert habe, habe ich ein, zwei Fehler gemacht. Zum Beispiel aus Versehen habe ich Endivir Synthese verlernen lassen. Die Movesets sind an sich noch sehr, sehr ähnlich, bis gleich. Pikachu hat jetzt Donner statt Ruckzuckhieb. Gab es bei dir irgendwelche Änderungen? Ich glaube, Wing Attack anstatt Drachenwut. Du hattest nichts, oder? Doch, Aeroass anstatt Wing Attack. Du hast eben Solarbeam anstatt Synthese. Und was war bei dir los? Nichts, genau. Ja. Dragoran ist jetzt ziemlich drüber, eben damit es sich zu Dragoran entwickelt. An sich wollte ich auf Level 50, aber ich wollte halt auch diese Entwicklung. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Hey, ich bin nicht mehr underleveled, Leute. Und ich weiß, dass das jetzt sicher den einen oder anderen abfuckt, aber eben... Sorry, wie gesagt, aber ich will das Spiel auch so durchspielen, dass ich selber... noch was davon abgewinnen kann. Und das kann ich nicht wirklich, wenn ich einfach komplett underleveled bin und nicht kämpfen kann. Ich bin aber auch echt froh, ich habe relativ lang gebraucht, um den Cheat zu finden, habe ich gar nicht lang gebraucht. Um dann rauszufinden, wie man ihn einsetzt, habe ich lang gebraucht. Oh, es tut so gut, eine Chance zu... Alter, wo ist denn diese... Ah, da drüben. Da sind mehrere. Und wie komme ich da hin? Ernsthaft, da war ein Rare Candy. Hä? Und ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen soll. Das Traurige ist, dass es immer noch overlevelte wilde Pokémon gibt. Ja, aber ich habe jetzt ja auch
eher so wirklich auf das Nötige gelevelt und nicht auf das komplett Übertriebene. Ich hätte auch noch bis 100 gehen können. Und ich merke jetzt schon, dass dieser Dungeon trotzdem Salt erzeugen wird. Wieder. Also, diese Ebene. Die letzte war schon schlimm. Ich bin jetzt nur gespannt. Ich denke zwar nicht, dass diese die vorherige toppen kann. Wer nicht weiß, was ich meine, guckt die letzte Folge. Nee, hier ist eine fucking Sackgasse. Willst du mich triggern? Ich muss jetzt auch nicht mehr wirklich trainieren, da, wie gesagt, beim Finale Level 50 so ziemlich das Beste ist. Bin ich im Kreis gelaufen? Also, ich will eigentlich schon heute... Heute heißt für euch in den nächsten 2 Folgen, by the way. Ich nehme 2 am Tag auf. Will ich das Spiel durchhaben? Deswegen wäre es echt mal interessant zu wissen, wo ich jetzt lang muss. Irgendwas ist doch komisch hier. Ich habe das Gefühl, ich verstehe diesen Dungeon nicht. Warte, ich glaube, hier oben war der Anfang, oder nicht? Tatsache. So, ich habe jetzt mal geguckt, wo so der Weg ist. Und gleichzeitig, ja, ihr könnt mich ruhig hassen, noch einen Cheat angeschaltet, der sich jetzt schon bemerkbar macht. Ich habe die Random Encounter ausgeschaltet. Und man merkt, ich habe mir den Weg zum Glück sehr gut eingeprägt, den ich gerade gesehen habe. Na toll, war wohl doch nix. Das war nämlich der Weg. Hä? Nee, aber der YouTuber da gerade war doch weit. Genau, der war hier. Ganz an der Wand. Man hat irgendwie gedacht, dass hier wäre eine Stelle, an der er schon war. Deswegen ist er hier nicht weiter. Gold. Günther, helf mir. Ich kann's nicht aufhalten. Der Schatten ist in mir. Ich helf dir. Danke und jetzt greif mich an. Bitte was? Ich kann nicht. Wenn du nicht, dann. Wir haben keine Zeit. Greif mich an. Jetzt. Ich kann nicht. Der Schatten. What the fuck? Ich dachte, jetzt kommt ein Bosskampf, aber doch nicht in. Doch nicht sowas, na toll. Hier sieht man den Boden nicht gescheit. Ah, wieder so eine Stelle. Geil. Wieder so eine Stelle, wo überall unsichtbare Wände sind. Ah, da. Jagold. Ich hol mir deine Seele. Klasse Übersetzung. Du kannst meiner Kraft nicht entkommen.
Du bist mein Diener, Juggold. Bald bist du ich und ich bin du. Das ist unser Schicksal. Du kannst nicht davor fliehen. Und jetzt kommt der Kampf. Oh Gott, hier geht's schon auf 50. Dude, das wird crazy. Jawohl, das war schön. Dann benutzen Solarbeam auf Giratina. Und komm, du bist eh schneller. Aerial Ace reicht für Sandama. Aerial Ace, aua. Das macht nicht viel Damage. Drachegeist. Ach komm, no risk, no fun. Und du bleibst drin und double teamst. Ja, ich habe keine wirklich mächtigen Attacken, aber. Das reicht! Jawohl! Giratina ist weg. Ich habe leider halt keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt schon geht, weil während der Suche leider sich die Aufnahme beendet hat. Du sollst dich sein und ich du. Deine Seele gehört mir. Jetzt komm. Hör auf. Komm raus da. Juggold. Lass das ewige Dunkelheit sein. Du vor mir. Nächster Kampf gegen Giratina. Diesmal die normale Form, oder? Jetzt ist das sozusagen der richtige Kampf gegen den Schatten, oder? Ich dachte, hier wären die Gegner auf 50. Sehr gut. Und warum macht das so wenig Schaden? Mann, das ist doch alles scheiße. Mhm. Der Typ. Tja, Flemly tut mir zwar leid, aber... Ich krieg übrigens gerade auf die Schnauze für die, die das nicht mitkriegen. Den Kampf habe ich verloren. Ich muss den auf jeden Fall nochmal von vorne angehen. Nicht... Jetzt mal im Ernst. Ich bin mal wieder im Arsch. Hier kann ich das nicht mehr machen. Hätte ich vielleicht nehmen sollen. Genau wie das. 4 habe ich selber gefunden. Aha. Und warum sind Zitrusbeeren eigentlich so kacke? Da muss wohl leider Flemly rein, der kann nämlich nichts. Trotz allem hat er halt immer noch 3 VMs. Digga! Dieser Kampf ist wieder mal... Ja, Ich krieg's halt nicht paralysiert oder vergiftet, ist mein Problem. Ich könnte probieren... Max Revive auf Endivie. Wenn es jetzt eine Attacke tankt, die Vergiftung. Max Revive. Die sind alle knapp am Abkacken, aber am ersten noch Dragoran. Du kommst mal rein.
Schade, hätte ich ein bisschen Double Team können, hätte das, glaube ich, einiges gemacht. Natürlich Crit. Aber das Gift ist stark, das Gift ist stark. Und ich hab gewonnen. Und wie oft will ich in diesem Projekt noch auf die Windows-Taste kommen, weil Y halt das zum Weiterdrücken ist. Günther. 4800 nur, das ist lame. Unmöglich. Jagold. Günther. Danke, Gott, du bist zurück. Zurück? Oh, ja, stimmt. Tut mir leid. Ja, ihr habt das Risiko auf euch genommen, nur um mich zu retten. Klar. Danke. Und der ist auch dabei. Aber das war's noch nicht. Der Schatten ist zwar jetzt besiegt, aber der Turm ist noch nicht erklommen. Willst du mich gerade komplett... Oder ist das jetzt eine neue Ebene? Nee, die ist genauso aufgebaut wie die gerade eben. Das ist dieselbe Ebene. Warte, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich geheilt bin. Jetzt bin ich auf jeden Fall geheilt. Du, der die Wahrheit sucht. Du sollst den Pfad finden, der dich zu deinen Hoffnungen führt. Der die vier Elementschlüssel hat, wird finden, was er sucht. Du, der die Schlüssel besitzt, du suchst die Wahrheit. Der eine findet die Antwort zu seiner Frage und wird eine neue Zukunft eröffnen, die... Was zur Hölle laberst du? Was hat dieser Typ gelabert? Aber ich glaube, es ist Zeit für das Finale. In der nächsten Folge! Ciao. Ich bin nett.